Entonces, ¿qué te entiendo con eso? ¿Qué te entiendo con eso? No. Dann glaube ich sogar noch nachgeschaut, wo die ist. Okay, so viel mit dem Kurier, also aus dem Indien Kurier, also aus dem Indien gelesen. Und wo? Ja, die war irgendwo so Richtung Waden, also da irgendwo in der Nähe. Ich weiß jetzt nicht, wo die ist. Das war irgendwie so wie so eine Scheune. Also jetzt so einfach auf ja, normal habe ich sie ja oben, nicht? Aber ich habe es vergessen. Sekunde. Na, aber jetzt waren so viele Leute, die es unter dem müssen. Ja, klar. Das ist vorher gesagt, dass ich nicht mehr kauen kann. Ich meine, da war schon ja, da war es schon ein bisschen anders. Sieht schon sehr schön aus. Ja, da war es auch dann schon zum Beispiel Oberlech oder so. Das war auch schon ziemlich kritisch. Kannst du dich erinnern, wenn man da Rüffikopf und dann diese ganz steile, schwere Abfahrt? Den langen Zug. Den langen Zug und dann kommst du der Oberlech und musst dann auf die. Also mhm. Und das war damals auch schon sehr, sehr einfach. Thank you.